Veronica. Ich sag die ganze Zeit Victoria, ne? Die heißt ja Veronica. Hoppla. Naja, wir kennen sie ja noch nicht so lange, ne? Also, da kann man sich schon mal vertun. Also, Veronica. Davon ist schon wieder Todeskrallen. Ich glaube es nicht. Ich will jetzt zum Großkernlager und nicht zu den Todeskrallen. Und ich glaube, da kommen wir jetzt auch hin. Zumindest sieht es gerade echt gut aus. Und tatsächlich, hier sind schon wieder diese Minengeräte. Als hätten die hier den ganzen Berg ausgehöhlt. Das ist ja unfassbar. So. Großkarne? Großkarne! Hallo, Freunde! Na? Da. Moment. Das ist nah genug. Was wollen Sie von den Großkarnen? Was machen Sie hier oben? Ich erwarte eine Lieferung, aber der Kerl taucht nicht auf. Ich schätze, die Todesklauen vom Steinbruch haben damit irgendwas zu tun. Ich helfe Ihnen bei Ihrem Problem. Worauf wollen Sie hinaus? Kein Eigeninteresse, ich will nur helfen. Gut. Es geht um Folgendes. Ich hätte eine Lieferung Stoff erhalten sollen. Der wird normalerweise in einem Koffer hier oben in einer der großen Maschinen abgestellt. Ich vermute, die Todesklauen haben ihre Finger im Spiel. Und der Koffer ist immer noch in Sloan. Beweisen Sie Schnüfflerqualitäten und holen Sie ihn. Hab verstanden. Sprechen wir über was anderes. Und das wäre? Über gar nichts mehr. Ich verschwinde jetzt. So. Arm wie die Kirchenmäuse. Haha, okay. Ich glaube, die Aufgabe ist schon ausgewählt. Sehr cool. Und dann gehen wir einfach mal nach Sloan. So, dann haben wir sogar noch eine Quest gefunden. Sehr cool. Boah, Alter, was? Oh Mann, rein hier. Alter Schwede, war das laut. Man hört sogar, also ich glaube, dass es tatsächlich so ist, aber man hört sogar den Regen aufs Dach prasseln. Das ist ja richtig geil. Und der Koffer ist... Wo soll der denn sein? Ist der noch oben? Gehen wir mal hoch und gucken mal. Ah, hier ist er. Eine Stange Zigaretten. Aha, okay. Choms Lewis zum leeren Koffer in seinem Büro befragen. Aha. Oh nee, jetzt müssen wir wieder nach draußen. Ohren zu halten! Ah. Oh Mann, alter Schwede. Was gibt's denn? Wie der Regen einfach eingefroren ist. Ich suche nach einem Koffer, in dem chemische Vorräte für einen Freund sind. Wissen Sie da was? Ah ja. Ich glaube, ich weiß, wen Sie meinen. Aber auch wenn keine Todeskrallen im Steinbruch wären, eine Lieferung gäbe es trotzdem nicht. Der Lieferant, ein Typ aus Prim namens Tyrone, ist ein betrügerischer Hurensohn, der nicht liefern will und das trotz Vorkasse. Hat Tyrone Sie vorher schon mal betrogen? Er war schon immer ein Schlitzohr, aber das ist das erste Mal, dass er mich richtig geleimt hat. Na gut, ich werde Tyrone mal einen Besuch abstatten. Viel Glück. Gottes Willen, ist es laut. Ah, wo müssen wir denn jetzt hin? Nach Brim. Brim. Oh, alter Schwede. Mann. Wie laut war das denn eben? So, und wir sind in Prim. Sehr gut. Endlich. Und wir haben Ruhe. Es ist zwar verdammt duster hier, aber... soll mir gerade egal sein. Man sollte noch genug sehen. Und der Tyrone hockt im Lager der RNK? Der hockt ja wirklich im Lager der RNK, so wie es aussieht. Oh ne, und ein Sandsturm zieht auf. Oh, krass. Alter Schwede. Okay, jetzt schnell zum Tyrone. Alter, oh, und jetzt geht's auf die Rüstung. Oh, ich glaube, der ist da drin, ne? Schnell weg vom Sandsturm. Tyrone. Eine Patrouille durch die
Hey, hey, was kann Tyrone für Sie tun? Ein Freund von Sloan hat mir gesagt, dass ich bei Ihnen nach chemischen Vorräten fragen soll. Wollen Sie, dass man mich erwischt? Reden Sie mal leiser. Lieutenant Hayes hat mich eh schon auf dem Kicker. Ich habe Choms schon gesagt, dass die RNK langsam Verdacht bei diesen verlegten Vorräten schöpft. Mehr Risiko, mehr Kosten, 300 Kronkorken mehr. Sprache 40. Wenn ich was sage, dann wird jemand anderes und nicht mehr Sie die Lieferungen nach Nevada machen. Ich habe meine Haltung nochmal überdacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich bei diesem Geschäft meinen Profit mal etwas zurückstelle. So. Mit der Medikamentenlieferung zur Melissa zurückkehren. Wow, Lieutenant Hayes über die Schmuggelaktion der Großkarne informieren. Lieutenant Hayes, hallo, wo seid ihr? Ist jetzt links oder rechts? Ach. Ich muss nur kurz auf die Karte gucken. Ach, okay. Ich glaube, wir gehen mal zu Camp Fallen Hope, ne? Könnten wir eigentlich mal machen. Denn diese Schmuggelaktion, ich meine ganz ehrlich, Medikamente zu schmuggeln, und zwar nicht für die Bedürftigen wahrscheinlich, sondern für den Eigenkonsum. Ein RNK-Sturmsoldat, der hier durch den Nebel kriecht. Ist die hier drin? Nee. Alter Schwede, was... Ah, ich sehe gar nichts mehr. Lieutenant Hayes. Ja. Tyrone hat den Großkahn Chemikalien zur Drogenherstellung verkauft. Hier, das habe ich von ihm. Tyrone war nicht berechtigt, das herauszugeben. Es gab Berichte, dass unsere Vorräte von den Großkarnen zur Drogenherstellung missbraucht wurden. Bisher hatten wir nie stichfeste Beweise. Die meisten Drogen landeten bei den Unholden, einer Horde Verrückter, die sich häufig mit der RNK anlegen. Wir müssen eine gründliche Untersuchung aller unserer Quartiermeister durchführen und schlampige Buchhaltung unterbinden. Danke sehr. Gern geschehen. Waren außer Tyrone andere RNK-Bürger an diesen Schmuggelaktionen beteiligt? Tja. Jetzt ist schwierig, denn Choms Lewis sollen wir den auch verpfeifen, weil eigentlich ist der ja ein ganz netter Typ. Scheiße. Nein. Danke für Ihre Hilfe. Sir? Vergöttert. Alter, wir sind bei der RNK vergöttert. Die Gemeinschaft verehrt sie wegen ihrer ausgiebigen Unterstützung und ihres guten Willens. Alter Schwede. Okay, die RNK liebt uns jetzt. Das ist schon mal sehr positiv. Und wir können hier... Boah, Alter. Zum improvisierten Lager der Großkarne zurück. Und gerade weiterziehen. Oh, und jetzt regnet's wieder. Willst du mich verarschen? Alter, was ist denn das jetzt hier? Und jetzt sind hier... Alter, jetzt sind hier Cazadores. Was geht hier ab? Was ist denn das für ein verkacktes Fleckchen Erde hier? Erst Todeskrallen, jetzt Cazadores und es regnet vom Sandsturm in den Regen. Das ist doch echt scheiße. Egal, wir gehen nach Bonnie Springs. Alter Schwede. So. Da muss ich den Ton wohl später beim Rendern etwas leiser machen, ne? Denn sonst... Versteht man mich wahrscheinlich nicht mehr. Was jetzt nicht unbedingt was Negatives ist. Ich meine, wir brauchen schon mein Gelaber. Aber... So. Noch den Kleinen hier umhauen. So. Kopf ab. Und weiter geht's. Nach Bonnie Springs. Ich hoffe mal, die Waffenschieber haben bald wieder Munition. Könnte es sogar sein, dass die jetzt schon wieder was haben. Da müssen wir dann demnächst mal wieder gucken. Na, schauen wir mal. Und ich sehe schon wieder Feinde auf dem Radar, aber keine Ahnung. Ah, okay, da hinten sind welche. Ich hoffe nur nicht,
Wobei es mir eigentlich scheißegal, was für Feinde es sind. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe nur nicht, dass es Legion-Soldaten sind. Ist mir aber eigentlich egal. Sollen sie doch kommen. Alter, Plasmagranaten, what the fuck? Übertreib doch. Ah, nur Viper. Alter. What the fuck, die stand hinter uns? Krass. So, haha. Bonnie Springs ist frei von Vipern. Sehr schön. Ich glaube, hier gibt es auch nichts mehr Gescheites, ne? Ich setze schon mal den nächsten Marker auf der Map. Wir gehen am besten mal gleich hier lang. So, Vault 19. Geil, eine neue Vault. Bin ich mal gespannt. So. Ein laues Lüftchen zieht vorbei. Und es regnet und regnet und regnet und regnet. Und es regnet immer noch. Und blitzen tut's auch. Ist natürlich ein richtig tolles Wetter. Oh Mann, ich will jetzt endlich in diese verdammte Vault rein. Da ist es hoffentlich nicht so nass. Aber so wie ich unser Glück kenne, das nicht vorhanden ist, dann wimmelt es da wahrscheinlich von Ghoulen. Und wir haben permanente Red-Verseuchung. Da oben ist übrigens der Mond, sieht sehr geil aus. Aber naja, komm, da gehen wir jetzt einfach mal rein. Finden Sie Vault 19, das ist tatsächlich ein In-Game-Achievement. Oh. Die haben sogar einen Parkplatz. Okay. Jetzt muss ich da irgendwie runter, ohne zu sterben. Oh, shit. So. Ich sehe nichts mehr. Was ist denn hier los? Scheiße. Oh nein! Oh nein! Keine Todeskrallen! Wollt ihr mich verarschen? Es kann doch nicht sein! Es kann doch fucking... Das ist... Ah! Die wollen mich doch verarschen. Es kann doch nicht sein, dass hier jetzt auch schon wieder Todeskrallen durch die Gegend rennen. Toll, das Einzige, was man jetzt sieht, ist der Bildschirm vom Dings. Alter, ich sehe nichts. Alter, ich sehe gar nichts. Das ist, Also irgendwie ist es doch schon ein bisschen creepy. Da ist sie. Scheiße. Na, unsere Freunde müssen die umhauen. Ich glaube, ich komme da nicht mehr hoch. Und seht ihr, das ist der Grund, warum ich nicht nachts spiele, in der Regel. Weil man nichts sieht. Ja, da kommen wir nicht mehr hoch. Scheiße. Komm, dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Die Todeskralle dümpelt da hinten noch irgendwo rum. Wir sollten vielleicht auch eine andere Waffe benutzen. Leichtes MG. Wow, noch 19 Schuss. Ich glaub's nicht. Rattentöter. Oh Gott. Na toll. Tristrahl-Lasergewehr. Zwar 1900 Schuss, fast. Ist natürlich... Puh, nicht schlecht, ne? So, wir reparieren mal kurz. Können wir auch modden? Ne, können wir nicht. Schade. Die könnten wir eigentlich mal ausprobieren, ne? So. Ich glaube aber, gegen Todeskrallen ist es weniger als effektiv. Gitter nach Vault 19 öffnen. Alter. Die Frage ist, kommen die jetzt nach oder warten die da jetzt, bis die Todeskralle weg ist?
Ich glaube, ich gehe da jetzt einfach rein. Oh, oh. Okay, die anderen beiden sind mit dabei. Und da sind wir jetzt runtergeklettert, okay. Und die Vault wurde anscheinend noch nicht geöffnet. Ich brauche eine andere Waffe. Ich habe echt ein mieses Gefühl. Da oben ist eine Kamera, die noch funktioniert. Die funktioniert wirklich noch. Alter. What the fuck? Ob wir vielleicht hier endlich mal Überlebende treffen? Oh, tatsächlich. So, komm mal rein, Freund. Ich mache wieder das Tor zu. So, okay. Ich steck mal die Waffe weg. Na, das glaube ich jetzt nicht. Wer zum Teufel sind Sie? Ich weiß genau, dass Sie kein Insasse waren. Warum sind Sie nur so aufgebracht? Dieser Feigling Lamb hat davon gesprochen, sich der RNK zu ergeben. Jetzt sind die Leute unsicher, was die Führung angeht. Verdammte Idioten. Wer ist Lamb? Er war ein Insasse wie wir anderen. Während des Ausbruchs war er ja nützlich, aber jetzt... Er ist nur ein Feigling. Er will, dass wir die Vault verlassen und unsere Hintern der RNK ausliefern. Als würden die uns wie Menschen behandeln. Sprechen wir über den Gefängnisausbruch. Eine tolle Sache. Hier etwas Sprengstoff versteckt, da eine improvisierte Waffe und eines Tages konnte ich der RNK ein Ständchen bringen. Also, was führte sie hierher? Hatte gehört, dass es an diesem Berg eine verlassene Vault gäbe und die Zähne der Tiere hier groß genug seien, um die RNK fernzuhalten. Warum ist das Gebiet so gefährlich? Das hier ist eine verdammte Todesfalle. Vault 3 im Osten ist voller Unholde und im Süden lauern die verdammten Todeskrallen in Quarry Junction. Wenn Sie Menschen suchen, die Kane leben im Norden. Jenseits von Vault 3 gibt es eine RNK-Basis in McCarran. Im Südosten soll es Mutanten geben. Ja, da waren wir ja schon überall. Sprechen wir über was anderes. Was wollen Sie denn wissen? Sprechen wir über Lem. Nee, wer sind Sie überhaupt? Das wissen Sie wirklich nicht? Ich bin Samuel Cook. Ich war der Kopf hinter dem Ausbruch aus der RNK-Justizvollzugsanstalt. Wie sind Sie ins Gefängnis gekommen? Ich hatte am Freeway 15 Versorgungskarawanen in die Luft gejagt. Die RNK erfuhr meine Angriffspunkte, schnappte mich und sperrte mich in einen Käfig. Warum hassen Sie die RNK? Diese Republik ist ein Witz. Das ist ein Haufen Tyrannen, der von einem noch größeren Tyrannen angeführt wird, diesem Idioten Kimble. Sie glauben, sie hätten das Recht, jedes Fleckchen Schmutz im Westen zu annektieren und ihr System allen Männern, Frauen und Kindern aufzuzwingen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, wo er recht hat, hat er eigentlich recht, ne? Aber ich bin mal froh, dass wir hier eine Vault gefunden haben, in der auch noch Menschen leben. Oh, erfordert Schlüssel, okay. Erfordert Schlüssel, natürlich. Hier ist niemand drin, okay. Hier ist das Klo, auch niemand. Ah, okay. Abtrünniger Pulverbandit, okay, nee. Wen haben wir denn hier? Abtrünniger Pulverbandit. Abtrünniger Pulverbandit. Noch ein Pulverbandit und noch ein Pulverbandit. Okay. Pulverbandit, Pulverbandit. Ich dachte, wir könnten mal mit Lem sprechen. Gesetzeshüter können sich bei mir für einen harten Kampf einstellen. Lem, haha. Sie sind keiner von uns. Was wollen Sie? Was geht hier in der Gegend vor sich? Wegen dem Scheiß-Kook hängen wir hier fest. Nach unserem Ausbruch aus einem RNK-Knast hat er uns durchs Ödland geschleppt und wir sind hier gelandet. Ein Teil von uns will abhauen, zurück zur RNK gehen und sich stellen, aber Cook will uns nicht gehen lassen. Was haben Sie denn im Gefängnis gemacht? Ich habe davon gelebt, in RNK-Lager zu schleichen und Kram zu stehlen. Wurde unvorsichtig und daher geschnappt. Wie sind Sie rausgekommen? Ich bin bei Cooks großem Gefängnisausbruch entkommen, wie die anderen Jungs auch. Sprechen wir? Nee, komm, sprechen wir über was anderes. Na gut, was genau wollen Sie wissen? Haben Sie Arbeit für mich?
Wenn Sie es irgendwie schaffen, den Zugang zum Schwefel in der Höhle unter der Vault abzuschneiden, habe ich ein paar Kronkorken für Sie. Ja, mach ich. Danke. Nehmen Sie diese Schlüsselkarte. Sie scheint der einzige Weg hinein zu sein. Meine Versuche, die Schließmechanismen zu hacken, waren erfolglos. Okay, auf Wiedersehen. Bis später. So, warum können wir nicht Freunde sein? Okay. Wir müssen in den blauen Sektor und haben jetzt endlich diese Schlüsselkarte gekriegt. Das heißt, wir können uns jetzt ein bisschen freier hier bewegen. Und wir müssen irgendwie den Zugang zum Schwefel unterbrechen, okay? Bin ich mal gespannt. Moment, blauer Sektor, jawohl. So, wer bist du denn? Na, nee. Pulverbandit, wer bist du? Noch ein Pulverbandit, ne? Natürlich. So, okay. Ja, okay. Also nichts Besonderes. So, ich gucke einfach mal überall rein, um zu schauen, ob es da irgendetwas gibt. So. Oh! Oh, das ist eine Mine, Alter. Das sind mehrere Minen. Ich muss die mal sprengen jetzt. So. Truhe leer, Metallkiste. Ach, nee. Okay. Was haben wir denn hier? Vault 19 spinnt. Ne. So, wo sind denn die Leute eigentlich hier hin? Die hier früher gelebt haben. Ja, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ja, wahrscheinlich sind sie einfach rausgezogen in die Mojave. Vor langer Zeit. Ja, komm, wir gehen mal weiter erst. Oh, ein Bodensafe. In dem größtenteils nur Scheiße ist. Das ist natürlich super. So, und ein Terminal. Und ein Sunset Sarsaparilla Kronkorken, Sternkronkorken. Eine Nachricht vom Aufseher. Verehrte Bewohner, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass es ein Problem mit einem der Wasseraufbereitungsfilter gibt. Wir versichern Ihnen, dass wir mit vollen Kräften an einer Lösung des Problems arbeiten. Bis der Filter repariert ist, müssen wir Sie allerdings bitten, sparsam mit dem Wasser umzugehen und sich beim geringsten Anzeichen des Unwohlseins sofort in der Klinik zu melden. Na toll, Journaleintrag 194. Ich glaube, sie sind in meinem Kopf. Manchmal höre ich Gedanken, die sind nicht meine. Ich denke, die Roten haben etwas mit der Sprechanlage gemacht. Haben sie irgendwie direkt an unsere Gehirne gekoppelt. Und Eintrag 206. Was bedeutet das? Warum war da ein blauer Stern unten auf einem meiner Kronkorken? Stecken die Roten dahinter? Ist das Teil ihrer Gedankenkontrolle? Die sorgen sicher dafür, dass ich Dinge sehe, Dinge, die da nicht sein sollten. Der Stern sollte da nicht sein. Warum sehe ich einen Stern? Und der verschwindet nicht. Egal, wie lange ich die Augen zumache, der verschwindet nicht. Ich will, dass der Stern verschwindet. Okay. Hier ist, glaube ich, einer durchgedreht. Das ist natürlich super. Oh Mann. Naja. Also irgendwo kreischt hier noch ein Gecko. Hier ist noch ein Terminal. Protokolleintrag 56. Gestern Nacht habe ich den Aufseher der Roten auf unserer Ebene rumlaufen sehen. Er sah aus, als suche er etwas und murmelte vor sich hin. Eintrag 74. Ich habe gesehen, wie einer der Jungs in der Kantine einen Kronkorken von einer Flasche Sunset Sarsaparilla abgemacht hat und dann auf sein Zimmer gelaufen ist. Ich wusste, dass er etwas versteckt. Also bin ich in sein Zimmer eingebrochen, als er nicht da war, und dort fand ich den Kronkorken. Er hatte einen blauen Stern an seiner Unterseite. Ist wohl irgendwie markiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, wofür. Ich weiß nur, dass ich diesen Kronkorken haben muss. Okay. Der Typ ist tatsächlich verrückt geworden, so wie es aussieht. Die Frage ist nur, wer war er? Oder wer ist er? Vielleicht ist er ja noch hier unten. Vault 19 Overall. Wie immer nehmen wir aus jeder Vault ein Overall mit. So als Erinnerungsstück. Und hier geht's gar nicht weiter.
Ist natürlich super. Aber hier geht's weiter.